Und wir kommen damit zur nächsten Rednerin, Frau Professor Elisabeth André. Elisabeth André studierte Informatik an der Universität des Saarlands. Von 1988 bis 2001 war sie am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz und in der Zeit erfolgte auch die Promotion an der Universität des Saarlandes und die Habilitation. 2000 nahm sie einen Ruf an die Universität Augsburg an, wo sie den Lehrstuhl für menschzentrierte künstliche Intelligenz leitet. Auch sie erhielt 2020 den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der DFG und ist seit 2021 Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 2019 wurde sie von der Deutschen Gesellschaft für Informatik als eine der 10 prägendsten Köpfe der deutschen KI-Geschichte ausgewählt. Frau André, ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier vortragen darf, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen und Herren. Eine ganz kleine Anmerkung zu meinem Lebenslauf. Ich bin nicht habilitiert, also ich bin auch so in Augsburg Professorin geworden. Das geht auch. Genau. Und heute, also bei mir geht es jetzt um eine andere Form von Intelligenz, nämlich sozial interaktive künstliche Intelligenz. Die braucht man zum Beispiel dann, wenn man irgendwo ist und muss einen Streit schlichten oder auch wenn man irgendwie mit den Kollegen und Kolleginnen klarkommen will. Und ich war durch meine Arbeit am DFKI bei dieser Forschung ganz von Anfang an dabei. Also es ist vielleicht eher so ein etwas ungewöhnliches Thema, was zumindest zur damaligen Zeit. Also ich werde was zu den Anfängen sagen, dann auf die aktuelle Forschung eingehen und dann noch Ihnen erläutern, wie es denn weitergehen könnte. Ja, zur Motivation schauen wir uns mal diese Illustration an. Sie sehen auf der linken Seite eine Dame. Irgendwie haben wir so den Eindruck, dass ihr das Gespräch Spaß macht mit dem Herrn und der Herr ist auch irgendwie aufmerksam, der schaut sie zumindest an. Und auf der rechten Seite sehen wir einen weiteren Herrn und der will jetzt irgendwie da mitreden und signalisiert durch eine Handbewegung. Wir wissen jetzt nicht, was die Personen sagen, wir sehen auch nur die Silhouetten, aber trotzdem haben wir irgendwie so das Gefühl, dass wir so ein bisschen verstehen, was da eigentlich passiert. Also es sind im Wesentlichen auch nicht verbale Signale, die Auskunft geben, beispielsweise über Emotionen, Persönlichkeit oder halt auch soziale Rollen. Und offensichtlich gibt es einen weiteren Kanal in der menschlichen Kommunikation, der genauso wichtig ist wie die gesprochene Botschaft, nämlich nicht verbale Kommunikation. Mir gefällt das futuristische Bild auf der rechten Seite sehr gut. Also wir sehen hier einen Roboter, das sieht auch eindeutig aus wie eine Maschine. Also man hat sich jetzt hier nicht bemüht, da einen Roboter darzustellen, der sehr menschlich aussieht. Aber die Art und Weise, wie der hier Kaffee serviert, also das ist nicht nur die Funktion, also die Dame bekommt nicht nur Kaffee, sondern dieser Roboter teilt beispielsweise auch Blickkontakt mit der Dame. Und das finde ich an diesem Bild sehr spannend. Also es ist ein künstlerisches Bild, diesen Roboter gibt es nicht, aber das wäre was, wo ich gerne hinkommen möchte. Gut, und ich möchte erst so einen Blick zurückwerfen, zurück bis in die damalige Zeit am DFKI und noch ein bisschen weiter vorne dran. Und Sie sehen hier so eine kleine Geschichte virtueller Persönlichkeiten. Und 1990 gab es auf der CRI-Konferenz, das ist eine der wichtigsten Konferenzen auf dem Gebiet Mensch-Maschine-Interaktion, eine Podiumsdiskussion zu Schauspiel und Persönlichkeit in der Mensch-Technik-Interaktion. Und diese Podiumsdiskussion wurde mit dem Satz eingeleitet, wenn man an Computer- und Benutzerschnittstellen denkt, sind Schauspiel und Persönlichkeit das Letzte, was einem in den Sinn kommt. Und das war aber das erste Mal, wo man sich mit der Problematik beschäftigt hat. Und etwas später, so 1995, hat der leider sehr früh verstorbene, aber sehr bekannte Soziologe Clifford Nuss von der Stanford University die Frage gestellt,
können Computer Persönlichkeiten sein, und er hat es damals auf die typischen Desktop-Computer bezogen und hat die Frage dann auch in einem Papier beantwortet und gesagt, das kann man nachlesen dann bei ihm, die vorliegende Studie zeigt, dass erstens Computerpersönlichkeiten mit wenigen Hinweisreizen erstellt werden können und dass zweitens Menschen auf diese Persönlichkeiten auf ähnliche Weise reagieren, wie sie auf menschliche Persönlichkeiten reagieren würden. Er hat beispielsweise festgestellt, dass Leute bestimmte Bias-Vorurteile mit weiblichen Computerstimmen assoziieren und es wirklich einen Einfluss hat auf die Nutzerwahrnehmung, ob man eine weibliche oder männliche Computerstimme wählt. Wir haben es dann in den darauffolgenden Jahren auch ungefähr um die Zeit, also eigentlich ging es so 1992 los, ein erstes BMBF-Projekt, die Triple P Persona war unser erster Character, und wir haben das dann fortgesetzt mit allen möglichen Varianten, also hier der Richie-Character und hier Tina, und Richie und Tina waren bis am Schluss noch im Dienst, also 15 Jahre nachdem sie entwickelt worden sind. Gut, was mache ich heute? Also hier sehen Sie einige Charaktere und Roboter, die wir zurzeit weiterentwickeln. Und wir haben festgestellt in all den Jahren, das war damals auch keine Selbstverständlichkeit, dass wir hier mit anderen Disziplinen zusammenarbeiten müssen. Also ich habe damals so 1998 rum, war ich auf einer Konferenz, ich wusste nicht, was das für eine Konferenz ist, in Monte Carlo. Es hat sich herausgestellt, das war eine der wichtigsten Konferenzen der französischen Film- und Designindustrie. Und da haben wir mit den KI-gesteuerten Charakteren konkurriert gegen, ich sag mal, manuelle Techniken von Leuten, die Titanic produziert haben. Dann bin ich zurück ans DFKI und habe zu meinem Chef gesagt, also entweder bekomme ich jetzt einen Designer oder ich suche mir ein anderes Forschungsgebiet. Und die Antwort von Herrn Walster war damals, damit rennen Sie bei mir offene Türen ein. Und ich habe einen Designer bekommen, ich habe auch eine Psychologin bekommen. Und später haben wir in EU-Projekten auch mit Dramaturgen zusammengearbeitet. Hier sehen Sie jetzt einige Beispiele aus unterschiedlichen Bereichen. Also links Gesundheitsberaterin Christina, die dient sozusagen als Vermittlerin zwischen pflegebedürftigen Angehörigen und Pflegenden und soll dabei nicht nur sprachliche, sondern auch kulturelle Barrieren überbrücken. Das nächste Bild zeigt einen virtuellen Jobinterview-Trainer, dazu sage ich nachher noch mehr. Der soll junge Leute darauf auf richtige Jobinterviews mit menschlichen Interviewpartnern vorbereiten. Dann Emma, ein Coaching-Assistant für psychologische Unterstützung nach einem Burnout, und schließlich ein Robotergefährte für die gesamte Familie. Gut, ich möchte zunächst was sagen zu Robotern als Begleiter im Alltag. Es stellt sich natürlich immer die Frage, wenn man Roboter verwendet oder virtuelle Charaktere verwendet, müssen die denn eigentlich Persönlichkeit haben, müssen die denn eigentlich emotional reagieren? Und es gibt eine Reihe von Studien, meistens aus der Psychologie, die Evidenz dafür liefern, dass zum Beispiel die Nachbildung menschlicher Eigenschaften Stress bei der Mensch-Roboter-Interaktion mildert, Unsicherheiten vermeidet und auch die Mensch-Roboter-Interaktion angenehmer gestaltet. Unsicherheiten vermeiden kann sowas Einfaches sein, dass zum Beispiel der Roboter durch Kopfbewegung signalisiert, worauf er seine Aufmerksamkeit richtet, und das macht einfach eine Interaktion einfacher. Gut, ich spiele jetzt einfach so als Beispiel ein kurzes Video vor. Dieser Roboter wurde im Rahmen des BMBF-Projekts Viva entwickelt, zusammen mit der Firma Naval Robotics. Der Entwickler ist Claude Toussaint, für die Leute, die aus der KI sind. Das ist übrigens der Bruder von Marc Toussaint, der sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Und was Sie hier sehen, wenn Sie das Video angucken, dieser Roboter führt einen natürlichsprachlichen Dialog, aber nicht nur das.
Er macht auch sehr viel mit den Augen und man könnte man sagen, das ist ja eigentlich für den Dialog nicht notwendig und es ist auch sehr aufwendig, das zu programmieren. Warum macht man das überhaupt? Aber es trägt insgesamt zur Natürlichkeit bei. Hi Claude, alles klar bei dir? Jo, danke. Bei dir? Danke, alles gut. Willst du was mit mir spielen? Nee, danke, ich muss noch arbeiten. Oh, du Armer. Dann viel Erfolg. Ciao. Ciao. Genau, und die Frage ist jetzt, wie reagieren denn Personen auf sozial interagierende Roboter? Man hat festgestellt, dass solche Roboter zur Stimmungsaufhellung bei älteren Menschen beitragen können. Das heißt jetzt nicht, dass sie bei jungen Menschen nicht zur Stimmungsaufhellung beitragen können. Man hat es halt für ältere Leute untersucht. Roboter können ähnlich wie echte Hunde die Einsamkeit von Personen in Pflegeheimen verringern. Die mechanische Anmutung ist teilweise ein Problem. Also es gibt eine Studie, dort wurde gezeigt, dass Demenzpatienten mit Interesse auf AIBO-Roboter, das war so ein Hund aus Plastik, reagieren, aber gezögert haben, den AIBO zu berühren. Und das emotionale Verhalten von Robotern trägt zum Aufbau von sozialen Bindungen bei. Also man hat zum Beispiel festgestellt, dass der physische Kontakt zum Beispiel beim Streicheln oder Umarmen zwischen Demenzpatienten und einer Robotergruppe bei Langzeitinteraktionen kontinuierlich zunimmt. Und Versuchsteilnehmer lassen sich auch von den Emotionen eines Roboters anstecken. Wir haben eine Studie gemacht, bei dem der Roboter zurückgelächelt hat, wenn die Leute gelächelt haben. Und die Leute haben danach ja positiv angemerkt, dass der Roboter gelächelt hat, aber ihnen war gar nicht klar, dass das eigentlich eine Erwiderung war von ihrem eigenen Lächeln. Wenn man jetzt, ich sag mal, Dinge entwickelt für Alltagsnutzer, muss man natürlich den Leuten das auch präsentieren. Wir haben eine Studie durchgeführt in Augsburg in einem Altenheim. Sie sehen jetzt hier die Leute, die den Roboter sozusagen begutachten durften. Und die hatten am Anfang irgendwie Berührungsängste. Okay, mit einer Maschine soll ich reden. Aber das hat sich schnell gelegt. Also die Dame hier in der Mitte, die war fast 100 damals, hat sich irgendwie gewundert, dass sie den umarmen musste. Es wurden auch Dinge, also das war ein sehr häufiger kritischer Kommentar, dass der Roboter etwas deutlicher hätte sprechen können. Also da ist noch viel Luft nach oben. Und auch, ich fand es unhöflich, dass er mir bei meiner Gehbehinderung mehr Bewegung empfohlen hat. Ich glaube, Daniel hat schon gesagt, am Anfang mit Amazon, da werden oft unpassende Dinge empfohlen. Und das hier war jetzt auch so ein Beispiel dafür. Ich möchte Ihnen jetzt eine weitere Klasse von Anwendungen skizzieren, nämlich virtuelle Charaktere für soziales Coaching. Das hört sich vielleicht auch erstmal so ein bisschen nach Widerspruch an. Okay, eine Maschine soll irgendwie mir beibringen, mich sozial besser zu verhalten. Aber das können Maschinen tatsächlich. Wir haben in einem EU-Projekt, hat das begonnen mit mehreren internationalen Partnern. Wir konnten es dann in einem BMBF-Projekt fortsetzen. Haben wir einen virtuellen Job-Interview-Trainer entwickelt. Also Sie sehen den rechts hier auf dem Bildschirm. Die verwickelt den Nutzer in ein nachgestelltes Job-Interview und der Nutzer soll sich natürlich sprachlich dann mit dieser Figur anhand eines Rollenspiels unterhalten. Lass mal was trinken. Und während der Nutzer dann sich mit dieser Figur unterhält, werden dann seine nichtverbalen Verhaltensweisen aufgezeichnet. Um dem Ganzen eine gewisse Struktur zu geben, haben wir dann Spielkarten entworfen, die den Trainees Hinweise geben, wie sie sich verhalten sollen, beispielsweise bei einer Begrüßung, freundlich lächeln, Blickkontakt halten, offene Gesten verwenden, laut sprechen und vor allen Dingen nicht einfrieren. Das haben wir gemerkt, dass die Nutzer dazu tendieren, vor dem Rechner einzufrieren, wahrscheinlich weil sie irgendwie gedacht haben, jetzt werde ich aufgezeichnet, jetzt höre ich am besten auf, mich überhaupt zu bewegen. Und während des Spiels wird das nichtverbale Verhalten des Nutzers in Echtzeit analysiert, also Körperposen, Gesichtsmimik
und auch sprachliche Signale. Und damit das Ganze so einen Gamification-Effekt hat, haben wir das in ein Spiel eingebettet. Also das Ganze wurde auch bewertet. Wir haben schon gehört, die KI-Systeme sind meistens nicht besonders transparent. Und gerade wenn man jetzt so ein System verwendet, was Verhaltensweisen vom Nutzer bewertet, ist die Transparenz essentiell. Außerdem nutzt es dem Nutzer nichts, wenn man ihm sagt, okay, das war jetzt ein virtuelles Jobinterview und wenn es ein echtes gewesen wäre, du hättest den Job mit Sicherheit nicht bekommen, während dein Kollege den Job sicher bekommen hätte. Das heißt, man braucht auch eine Art Erklärung. Und hier sehen Sie jetzt drei Beispiele von Nutzerverhalten, also drei Extrembeispiele oder zwei Extrembeispiele. Links ist so das Engagement vom Nutzer recht hoch bei diesem Jobinterview, was man daran erkennt, dass die Bewegungsenergie recht hoch ist und dass er auch offene Posen zeigt und sich nach vorne zum Gesprächspartner wendet. Und auf der rechten Seite ist es praktisch das Gegenteil. Der Nutzer verschränkt die Arme und schaut vom Gesprächspartner weg. Das ist jetzt eine vereinfachte Darstellung. Verschränken der Arme ist nicht unbedingt was Schlechtes, aber in Verbindung mit Wegschauen ist es nicht gerade eine gute Strategie. Und es gibt auch Studien, die zeigen, wenn ein Arzt beispielsweise beim Patientengespräch zu häufig die Arme überkreuzt, dass dann die Patienten dazu tendieren, sich einen neuen Arzt zu suchen. Gut, und wir haben das Ganze auch evaluiert, und zwar in einer Schule in Saarbrücken, einer Schule in Augsburg. In Augsburg hatten die Schüler gerade so ein Job-Interview-Training mit konventionellen Techniken. Und wir hatten dann die Möglichkeit, konventionelle Techniken, das heißt, da gibt es dann menschliche Coaches und es gab eine Broschüre von der AOK, wo drin stand, was man im Job-Interview machen sollte. Und in einer anderen Kondition haben die Schüler, wie gesagt, mit unserem Spiel interagiert und wurden dann nachher nochmal von den menschlichen Coaches evaluiert. Und es hat sich herausgestellt, dass die Schüler und Schülerinnen, die mit dem Spiel interagiert hatten, als wesentlich weniger nervös von den menschlichen Coaches, die natürlich nicht gewusst haben, in welcher Kondition sich die Schüler und Schülerinnen befunden haben, wahrgenommen worden sind. Dann ein paar verbale Kommentare. Den Schüler hat das Spaß gemacht. Das war jetzt keine Selbstverständlichkeit, weil ich sag mal, die Leute sind ja, ich sag mal, professionelle Computerspiele gewohnt. Wir hatten dann einen sehr engagierten Lehrer in Augsburg, der hat gesagt, ich teste das gerne mit den Schülern. Ich kann aber für nichts garantieren, ob die Spaß dran haben. Ich mache es gerne, aber es kann auch total in die Hose gehen. Aber wie gesagt, den Schüler hat das Spaß gemacht. Interessanterweise fanden die Schüler auch die Auswertung am Computer, also sie fanden das Feedback vom Computer irgendwie glaubwürdiger als das Feedback von menschlichen Beobachtern. Und die Lehrer fanden es positiv, dass die technische Umgebung die Schüler in ihrer eigenen Lebenswelt abgeholt hat. Gut, das war jetzt sozusagen Social Coaching für Schüler und Schülerinnen. Und natürlich brauchen auch Leute, die jetzt selber lehren, also zum Beispiel ich als Professor, würde so ein Training auch nichts schaden. Und in einem neuen Projekt entwickeln wir jetzt ein interaktives Mixed Reality Training mit virtuellen Agenten, das ein immersives Erleben von Konfliktsituationen im Unterricht erlaubt. Also hier werden irgendwie schwierige Schülerinnen und Schüler simuliert und Lehrer und Lehrerinnen haben dann die Möglichkeit, sich auf solche Situationen vorzubereiten. Als letztes Beispiel möchte ich Ihnen eine Kooperation vorstellen mit mehreren französischen Institutionen, LIMSI CNRS und dem Centre Teddy Bear.
Und dort haben wir zusammen mit den Kollegen eine Installation für Kinder mit Autismus-Spektrum-Kondition entwickeln. Also wenn wir gemeinsam mit jemand anderem eine Aktion ausführen, beispielsweise wenn wir jetzt gemeinsam dieses Pult da tragen müssen, dann müssen wir uns einmal koordiniert bewegen, aber wir müssen auch sozial interagieren, beispielsweise mit dem Partner Blickkontakt teilen. Und diese Installation erlaubt es dann, dieses Verhalten zu trainieren. Sie sehen jetzt hier projiziert auf eine Leinwand einen virtuellen Charakter, der sich bewegt. Und mit Magneten werden Objekte aus Schaumstoff befestigt. Und darüber, über diese Installation kann man jetzt gemeinsam diese Bewegung mit dem Charakter ausführen. Und ich zeige ganz kurz im Video, wie das aussieht. Also der Charakter wurde bewusst einfach gehalten. Das war die Bedingung von der Kollegin, eine Autismus-Spezialistin aus Frankreich. Die hat gesagt, also so wenig wie möglich. Also wir haben dann mit Mühe und Not noch die Sternchen zur Belohnung am Schluss mit ihr aushandeln können. Gut, und nun möchte ich noch als letztes Anwendungsbeispiel virtuelle Avatare als Kommunikationshilfen vorstellen. Also KI schürt ja auch so gewisse Ängste, also wo bleibt der Mensch, wird der Mensch ersetzt? Und deshalb finden wir es besonders spannend, Dinge zu entwickeln, die Menschen ermöglichen, Dinge zu tun, die sie ohne Technik nicht tun könnten. Und in dem BMBF-Projekt Avasac entwickeln wir einen Avatar-basierten, also Sprachassistenten in dem Fall, zur automatischen Gebärdenübersetzung. Sie kennen sicher Übersetzungsdienste wie Google Translate. Die Übersetzung von Text in Gebärdensprache ist noch viel anspruchsvoller. Also einmal ist es multimodal, wir haben Handgesten, wir haben Fingerpositionen, wir haben Gesichtsausdrücke und es gibt sehr viele Gebärdensprachdialekte. Auch die Kommunikation der Durchführung des Projekts ist eine Herausforderung, weil wir müssen natürlich Gebärdensprachler involvieren. Und da hatten wir dann auch in der Corona-Zeit mit solchen Situationen zu tun, wie dass zum Beispiel immer ein Gebärdensprachdolmetscher dazukommen musste. Und die haben jetzt auch nicht eine ganze Stunde ausgehalten in einer Videokonferenz. Also das war eine große Herausforderung. Und ich zeige jetzt ganz kurz anhand von Videoausschnitten, wie so die Vorgehensweise ist. Wir brauchen, um automatische Übersetzung durchzuführen, eine sehr große Anzahl von Gesten und Daten überhaupt. Und wir haben diese Daten aufgezeichnet, die Sie hier sehen, als Eingabe Hallo. Für das KI-System. Als Gebärdensprach-Avatar informiere ich dich über deine Reise. Von mir erfährst du zum Beispiel, ob der Zug pünktlich ist oder sich das Gleis geändert hat. Das alles kriegt ihr von mir. Also das muss auch sehr expressiv sein, weil wenn man jetzt weniger expressive Daten hat, dann führt es dazu, dass nachher bei dem Avatar die Nutzer halt oder die Gebärdensprache nicht verstehen. Richtung okay. Dann der nächste Schritt ist die Annotation der Daten oder Verschriftlichung der Daten, also dass angegeben wird, was es für Gesten, Handposen und so weiter sind. Und während wir bei anderen Annotationsaufgaben können wir meistens irgendwelche Leute nehmen, die sich dann, was weiß ich, irgendwelche Bilder anschauen und verschriftlichen, was dort zu sehen ist. Und hier brauchen wir natürlich Experten, weil ich könnte jetzt keine Gebärden annotieren. Eine Annotation kann man sich so vorstellen. Der Avatar weiß absolut nichts. Er muss alles von Anfang an lernen. Ich halte schriftlich fest, was er alles bei unterschiedlichen Gebärden lernen muss. Ich gebe dabei die Glossen ein. Jede einzelne. Außerdem gebe ich an, wie sich der Kopf bewegt, die Augen, die Brauen, der Mund, die Wangen. Wie sich also der ganze Körper bewegt. Mit all dem füttere ich ihn.
Der Avatar muss das kapieren wie jemand, der DGS lernt. Das soll mal alles automatisiert ablaufen. Künftig werde ich dann nur noch gefragt, ob die Gebärden die richtigen sind, und dann greife ich lediglich punktuell ein. Genau dafür muss die Datenbank gefüllt werden. All das braucht Zeit. Der Computer muss eben noch lernen. Also wir verwenden hier Cooperative Machine Learning. Das heißt, wir bauen Modelle ausgehend von annotierten Daten. Diese Modelle werden verwendet, um weitere Annotationen durchzuführen, die dann wieder von einem menschlichen Gebärdensprachler korrigiert werden. Dann haben wir mehr Daten für bessere Modelle und iterieren das Ganze so lange, bis die Modelle eine zufriedenstellende Stabilität haben. Gut, und hier das Ergebnis. Okay, das war die letzte Anwendung, die ich Ihnen zeigen wollte, und nun zu einer Konklusion. Also Systeme mit einem simulierten emotionalen Verhalten verbessern die Akzeptanz von Robotern im Alltagsbereich von Nutzern, das ist erwiesen. Sie bieten Potenzial als Plattform für emotionales und soziales Lernen. Also dieses Paradigma Learning by Doing ist was anderes als Lernen aus Büchern. Es ist allerdings eine Herausforderung, solche Zustände im alltäglichen Leben wahrzunehmen. Und wir brauchen natürlich interdisziplinäre Expertise, um Aspekte emotionalen Verhaltens zu simulieren. Vielleicht kommt Ihnen das, ich sag mal, als ein Randgebiet der, ich sag mal, KI vor oder der Informatik. Wir haben jetzt ein Journal, ich bin der Editor-in-Chief, Transactions on Effective Computing, der hat mittlerweile einen Impact Factor über 14, was sehr erstaunlich ist für ein Informatik- oder IEEE-Journal zu einem sehr speziellen Gebiet. Und wir hatten auch eine Begutachtung von IEEE, das ist die größte Ingenieursgemeinschaft, und die haben als letzten Satz geschrieben, it is one of the of IEEE's most prestigious journal. Also das Gebiet ist im Wachsen, und wir bekommen auch sehr viele Beiträge. Gut, es ist aber noch viel zu tun. Damit das Ganze, ich sag mal, auch im Alltag verlässlich funktioniert. Und eine Kollegin Barbara Groß von der Harvard University hat mal gesagt, okay, der Turing-Test, der muss eigentlich überarbeitet werden, als was man bisher hat, dass man mit einem verdeckt interagiert mit einem Computer und man weiß nicht, ob sich dahinter ein Mensch oder eine Maschine verbirgt, also bei so einem Computer-Chat. Und wenn der Mensch nicht entscheiden kann, ob sich dahinter eine Maschine verbirgt oder ein Mensch, dann hat sozusagen das System den Turing-Test bestanden. Und Barbara Groß hat nun gesagt, okay, das ist jetzt irgendwie zu einfach geworden, und hat folgenden Turing-Test vorgeschlagen. Wenn man jetzt mit Agenten interagiert, sozialen Agenten interagiert, über einen längeren Zeitraum, das ist wichtig, in unvorhergesehenen Situationen, und dann nicht entscheiden kann, ob man jetzt es mit Menschen oder Maschinen zu tun hat, dann ist der Turing-Test bestanden. Und dadurch, also was ich sehr spannend finde an dem Gebiet überhaupt, ist, dass man durch die Arbeit an künstlichen Persönlichkeiten erfährt man sehr viel über menschliches Verhalten. Also man gewinnt da tatsächlich neue Einsichten. Und dieses Verständnis sollte genutzt werden, um die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine so aufeinander abzustimmen, dass der Mensch diese als Bereicherung empfindet. Also das ist sehr wichtig. Ich meine, wir entwickeln, wir haben es in der Hand, und wir sollten was entwickeln, was wir tatsächlich auch gebrauchen können oder als Bereicherung empfinden. Und um dieses Ziel zu erreichen, müssen natürlich ethische, rechtliche und soziale Implikationen berücksichtigt werden. Ich persönlich sehe Ethik jetzt nicht irgendwie als Hindernis, sondern als Chance, Dinge zu entwickeln, die die Leute tatsächlich akzeptieren und gebrauchen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau André, für diese faszinierenden Einblicke und wir haben sicherlich Fragen dazu. Hier sehe ich schon eine Hand. Oder hier zuerst, ja. Entschuldigung. Ja, ich hätte gleich ein ganzes Bündel von Fragen. Ich stelle aber nur eine oder zwei. Wenn Sie Körpersprache simulieren wollen, da könnte ich mir vorstellen, dass man einerseits diskrete Features definiert, aber ich könnte mir auch vorstellen, wie man auf dem Bild 04 gesehen hat, diesen Kopf mit verschiedenen Punkten, dass man die Maschine die Stellung dieser Punkte lernen lässt, um Körpersprache zu verstehen, also Gesichtsausdruck zum Beispiel. Dass man nicht mehr im Einzelnen definieren muss, lächle jetzt oder mache ein schiefes Gesicht, sondern der sieht die Punkte und weiß sofort, was los ist. Ja, das ist ein sehr interessanter Kommentar. Also es wird ja für die Gesichtsmimik, Emotionserkennung des Facial Action Coding System verwendet, das eigentlich auf die Psychologie zurückkommt. Also da ist so die Idee, dass man einzelne Muskelbewegungen zusammenfasst und dafür sogenannte Aktionseinheiten definiert. Beispielsweise, wenn man jetzt die Augenbrauen zusammenzieht, kann man daraus ableiten, dass zum Beispiel jemand verwirrt ist. Oder das klassische Beispiel, wenn man die Mundwinkel nach oben zieht, dass die Leute irgendwie glücklich sind. Das reicht aber nicht aus, um Emotionen zu verstehen. Man braucht auch ein situatives Verständnis. Also in einigen Vorträgen zeige ich ganz gern so ein Beispiel, da lächelt eine Dame. Man denkt, jeder würde denken, wenn er nur das Lächeln sieht, die ist jetzt irgendwie glücklich. Aber wenn man dann den Kontext anguckt, also die Dame bekommt gerade gesagt, okay, was haben Sie denn da an? Das ist ja irgendwie nicht besonders passend für so ein Jobinterview. Also das ist ein verlegenes Lächeln. Was macht die Dame? Sie versucht, ihre Emotionen zu regulieren. Also nicht jeder zeigt erstens seine Emotionen offen und dann gibt es unterschiedliche Arten, Emotionen zu regulieren. Also wenn zum Beispiel mir jemand was Negatives sagt, kann ich schuldbewusst sein, ja, du hast ja recht, mache ich immer verkehrt. Oder halt zum Angriff übergehen, naja, warum haben Sie mir nicht gesagt, was man anzieht? Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und wir versuchen, die Erkennung zu verbessern, indem wir so eine Simulation durchführen, wie jetzt ein gesunder Mensch emotional auf eine bestimmte Situation reagieren würde und versuchen, das dann abzugleichen mit dem, was wir an Signalen erkennen. Und es ist ein Kollege von mir, das war eine Dissertation in Frankreich, war ich vor 2 Wochen Gutachter, die haben sogar Alzheimer-Patienten simulieren lassen, was natürlich sehr schwierig ist, also durch einen Therapeut, der weiß oder denkt, er weiß, wie die sich verhalten, um dann praktisch auch Emotionsmodelle anzuwenden, also sogenannte Filter, um jetzt praktisch von einem gesunden Menschen zu schließen auf das Verhalten von Leuten mit gewissen psychologischen, ich sag mal, mit einem atypischen Verhalten. Also das ist ganz wichtig. Emotionserkennung ist nicht nur Erkennung von Merkmalspunkten im Gesicht. Okay, danke. Wir hatten auch hier vorne eine Frage noch. Ja, ich hätte eine Frage zum Lernen aus Büchern. Weil was Sie uns gezeigt haben, war das Lernen aus Beispielen oder das by doing. Mhm. Der Mensch lernt auch aus Büchern. Ja, ist dazu die Maschine dann auch schon in der Lage? Gibt es da zu Forschungsprojekte? Also, ich sage nicht, okay, weg mit den Büchern, aber es gibt bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Konversation, die lernt man halt oder die muss man auch lernen, indem man einfach was tut. Hat mal jemand gefragt, was sind denn so die Fragen, wenn man sich auf eine Professur bewirbt? Dann habe ich gesagt, okay, typischerweise wird das und das gefragt.
Und dann habe ich gesagt, okay, du beantwortest mir die Frage jetzt. Und der, ja, ich weiß ja und so weiter, reicht mir jetzt. Nein, du beantwortest sie jetzt. Und dann hat der Kollege festgestellt, dass wenn man es wirklich machen muss, dann ist es nicht so einfach, wie es sich vermeintlich halt anhört. Und im Grunde die Maschinen, kann man auch sagen, dass die halt... Ich meine, es ist ja so eine Trendwende passiert, dass man zum Beispiel früher hat man versucht, praktisch Wissen zu kodieren. Das hat man auch sehr lange gemacht. Das waren dann die sogenannten regelbasierten Systeme. Das hat aber irgendwie zur Folge gehabt, dass man eigentlich oder die Maschinen konnten eigentlich nur das lernen, was man in Regeln fassen konnte und was man auch kodieren konnte. Und also... Mit etwas Interpretation kann man jetzt sagen, okay, die Maschinen lernen heutzutage immer mehr, einfach indem sie in einer Situation sind und dann zum Beispiel durch Belohnungsmechanismen lernen, sich anzupassen. Das heißt, was sie lernen, ist dann nicht mehr explizit kodiert, was dann nochmal zu eigenen Problemen führt. Wirklichen Sinn, dass man da das fortschreitet, dass da ein Fortschritt erzielt wird, weil das oft auch Probleme gibt, glaube ich, auch um entsprechende Personen zu finden, die die Gebärdensprache können. Und das können Roboter absolut gut übernehmen. Gibt es da schon welche, die eingesetzt sind? Also das ist natürlich sehr schwierig, weil man braucht einfach, man braucht einmal, ich sag mal, Handbewegungen, die sehr exakt sind. Und es sind auch nicht nur die Handbewegungen, es ist auch Gesichtsausdruck. Also man braucht im Grunde ein, also wir haben so einen Roboter, aber ich sag mal, die Gesichtsausdrücke sind schon etwas rudimentär. Die Puppe, die auf dem einen Bild zu sehen war, die hat so eine Silikonhaut, darunter sind dann Motoren. Die kann man so ansteuern, dass dann diese Aktionseinheiten, die ich eben erwähnt habe, praktisch simulieren kann. Aber die Avatare sind in manchen Situationen auch nützlicher. Also ich will vielleicht als Gebärdensprachler nicht unbedingt immer meinen Roboter mitnehmen. Und manchmal ist es halt einfach praktischer, wenn ich den auf dem Tablet dabei habe. Ne? Und das ist auch so, die Synthese muss sehr genau sein. Also wenn man es nicht genau macht, dann führt das dazu, dass ein Gebärdensprachler, also für mich sieht das dann irgendwie super aus, aber es kann dann sein, dass ein Gebärdensprachler sagt, ich verstehe irgendwie gar nicht, was der Avatar da macht. Ne? Gut, herzlichen Dank. Ich glaube, wir können jetzt alle sehr gut was zu trinken gebrauchen. Wir kommen jetzt zur Pause. Bitte gehen Sie, verlassen Sie hier den Raum durch diese Türen und links gibt es dann Getränke. Wir sind ein bisschen über der Zeit. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns wieder um 16 Uhr hier. Und für weitere Fragen steht Frau André und die anderen wahrscheinlich auch noch zur Verfügung. Und noch einen herzlichen Dank an Frau André, bitte kurz.